Es ist 4 Uhr morgens und in 8 Stunden ist die große Prüfung. Danach steht das Klavierkonzert an. Du hast lange gelernt und geübt, aber fühlst dich für beides noch nicht bereit. Was kannst du also tun? Du könntest noch eine Tasse Kaffee trinken und die nächsten Stunden mit Büffeln und Üben verbringen. Auch wenn dich das überrascht, leg die Bücher besser weg, hör auf zu spielen und geh lieber schlafen. Ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Dennoch denken wir kaum über unseren Schlaf nach. Diese Einstellung beruht häufig auf einem großen Missverständnis. Schlaf ist keine verlorene Zeit oder bloß das Ausruhen nach harter Arbeit, sondern eine wichtige Körperfunktion. Während dieser Zeit reguliert der Körper sein Vitalsystem, die Atmung und alles von der Blutzirkulation über das Wachstum bis hin zur Immunabwehr. Das ist ja toll, aber hat das nicht Zeit bis nach der Prüfung? Nicht so voreilig. Schlaf ist auch wichtig für dein Gehirn. Ein Fünftel des Blutes, das in deinem Körper zirkuliert, wandert in dein Gehirn, wenn du einschläfst. Während des Schlafs durchlebt dein Gehirn eine intensive Neustrukturierungsphase. Diese ist entscheidend für unser Gedächtnis. Zunächst scheint es nicht sehr beeindruckend, dass wir uns an Dinge erinnern. Im 19. Jahrhundert zeigte der Psychologe Hermann Ebbinghaus jedoch, dass wir 40% aller neuen Informationen innerhalb von 20 Minuten wieder vergessen, was als Vergessenskurve bezeichnet wird. Dieser Wissensverlust kann jedoch durch Gedächtniskonsolidierung verhindert werden. Dabei werden Informationen vom flüchtigen Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen. Diese Konsolidierung gelingt mit Hilfe eines Hauptbereichs des Gehirns, dem Hippocampus. Dessen Rolle für das Langzeitgedächtnis wurde in den 1950er Jahren von Brenda Milner mit ihrer Forschung am Patienten HM gezeigt. Nach der Entfernung seines Hippocampus konnte HM keine neuen Informationen mehr im Kurzzeitgedächtnis speichern. Körperliche Aufgaben konnte er jedoch durch Wiederholung noch erlernen. Durch den fehlenden Hippocampus wurden auch die Fähigkeiten seines Langzeitgedächtnisses geschädigt. Dieser Fall zeigte unter anderem, dass der Hippocampus eine wichtige Rolle bei der Konsolidierung des Wissensgedächtnisses spielt, wie zum Beispiel bei den Fakten, an die du dich für die Prüfung erinnern musst, im Gegensatz zum Verhaltensgedächtnis, das für die Fingerbewegungen zuständig ist, die du bei deinem Konzert brauchst. Die Studien Milners und Eric Kandels in den 90ern haben zum heutigen Modell dieses Konsolidierungsprozesses geführt. Sinneswahrnehmungen werden zunächst vorübergehend als Kurzzeiterinnerungen in den Nervenzellen gespeichert. Dann werden sie an den Hippocampus weitergeleitet, wo die Neuronen in der Hirnrinde gestärkt und angeregt werden. Dank der Neuroplastizität werden neue Synapsen gebildet, die neue Verbindungen zwischen Nervenzellen ermöglichen und die Vernetzung der Nerven dort stärken, wo die Informationen langfristig abgelegt werden. Warum erinnern wir uns also an manche Dinge besser als an andere? Man kann den Umfang und die Effektivität unserer Merkfähigkeit vielfältig beeinflussen. Erinnerungen, die wir mit starken Gefühlen oder sogar Stress verbinden, werden durch die Verbindung mit Emotionen im Hippocampus besser gespeichert. Einer der wichtigsten Faktoren für eine hohe Merkfähigkeit ist, richtig geraten, guter Schlaf. Unser Schlaf lässt sich in 4 Phasen unterteilen. Die beiden tiefsten bezeichnen wir als Tiefschlaf und REM-Schlaf. EEG-Überwachung von Personen während dieser Phasen zeigte elektrische Impulse zwischen Hirnstamm, Hippocampus, Thalamus und Hirnrinde, die alle für die Erinnerungsbildung wichtig sind. Die verschiedenen Schlafphasen helfen, die unterschiedlichen Arten von Erinnerungen zu konsolidieren. Während des Non-REM-Schlafs wird das Wissensgedächtnis in einem vorübergehenden Speicher im vorderen Teil des Hippocampus abgelegt. Durch einen beständigen Austausch zwischen Hirnrinde und Hippocampus wird es wiederholt aktiviert und schrittweise ins Langzeitgedächtnis der Hirnrinde überführt. Der REM-Schlaf hingegen, bei dem die Gehirnaktivität der im Wachzustand ähnelt, wird mit der Konsolidierung des Verhaltensgedächtnisses in Verbindung gebracht. Laut Studien wäre es also ideal, 3 Stunden nach dem Auswendiglernen und 1 Stunde nach dem Üben der Tonleiter schlafen zu gehen. Hoffentlich erkennst du jetzt, dass zu wenig Schlaf nicht nur langfristig deiner Gesundheit schadet, sondern es auch unwahrscheinlicher macht,
dass du das zuvor Gelernte und Geübte behältst. Alles geht auf den weisen Spruch, eine Nacht drüber schlafen, zurück. Angesichts der inneren Neuordnung und der Bildung neuer Verbindungen im Schlaf könnte man sogar sagen, dass du nach einem erholsamen Schlaf jeden Morgen mit einem neuen und verbesserten Gehirn aufwachst, das für die Herausforderung des Tages bereit ist. Wenn du gerne ständig was dazulernen willst, dann abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir neue Videos zu allen möglichen Themen. Davon, wie Mehrsprachigkeit dem Gehirn nutzt, bis zur Geschichte der Seidenstraße. Bleib neugierig. Bleib informiert.